Folge 230 von Simotrans. Wir brauchen ein Weingut und wir brauchen Fisch. So, da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Wir schalten erstmal um auf öffentlich und dann auf dieses, genauso wie den Editor raussuchen und dort Industrien auswählen. Ich glaube, das heißt sogar Weingut, ne? Da ist ein Weingut. Alle Klimazonen. Müssen wir auf jeden Fall anklicken. Und ich bin nicht vorbereitet mit meiner Zufallsgenerator. Den muss ich jetzt erst raussuchen. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Da. So, 476er Seite. Haben wir 472. Das ist irgendwo ganz nah am Rand. Und dann machen wir die 512er Seite. Das ist 215. Ah, die Karte geht nicht. Ach, das war auch nicht Karte, sondern das war die Lupe, alles klar. So, 412 brauchen wir so gut wie gar nicht gucken. Also wir haben ja ein Weingut, wir machen ja keinen Fisch. Das ist ja also gut. 472 und 212. 215, nicht 212, 215. Das muss also hier irgendwo sein wahrscheinlich. 472. Karte können wir erstmal zumachen. Das schieben wir gerade nach da. Und müssen wir noch weiter hoch. Pass auf, das ist jetzt hier im Wasser, ne? Nee, doch nicht. 12, 15 ist hier, genau hier. Ja, genau, Weingut gehört auch an Hang, ne? Tendenziell sage ich mal, wir machen das jetzt einfach daneben, oder? Ah, jetzt müssen wir natürlich noch das Weingut wieder auswählen hier. Macht er nicht. Rotation zufällig. Kann er nicht. Kann er nicht. Was machen wir falsch? Wie groß ist denn das? Das sind nur zwei Kacheln, oder? Boden, norddeutsches Tiefland, alle Klimazonen. Klimazone Mittelgebirge. Bin ich denn jetzt doof, dass das nicht klappt? Weinberg sieht so aus. Und Weingut sieht so aus. Ah, jetzt kommt's. Keine Ahnung, warum er das eben nicht wollte. Okay, das haben wir dann. Dann können wir das schließen und wieder auf unserem User umswitchen. Und das Weingut kriegt dann noch einen Anschluss. Und ich glaube, wenn wir hochgehen, kommen wir da zum Hof, oder? Ne, das ist ein Baggerballett, okay. Aber der Hof ist dann auch nicht ganz weit weg, ne? Der Hof wäre da. Okay, das würde bedeuten, wir machen die Straße nach da, oder? Fahrzeuge, Depot. Da. Ja, können wir so machen, ne? Achso, ja, erst eine Straße. Passt so, passt so. Jetzt das Depot dahin. Und das können wir schließen. Und jetzt brauchen wir noch ein Fahrzeug, was dahin kann, ne? Wo musste das denn hin? Das war ein Gut. Das haben wir jetzt wieder gut gemacht. Die Gastwirtschaft war es, oder? Ja. Da müssen wir jetzt ein Fahrzeug hier hinweg haben. Der kann auch da direkt hinfahren. LKW.
so ziemlich weit unten sein, das Wein oder der Wein. 12, 12, 13. Der also mit Anhänger, dem und Fahrplan. Von hier nach da. Und beim Weingut soll er 100% laden. Das gibt eine neue Linie. Die Linie heißt LKW Wein. Schuss, Schuss, schließen. Reicht einer? Machen wir zwei. Starten, starten. So, und dann machen wir noch den Fisch. So, 476 machen wir mal auf 110 und die 412 machen wir auf 302. So, das bedeutet, wieder die Karte einmal auf. 302 war die 512er Seite und 110 war das. Die Frage, ob das hier so irgendwo ist. 302. Hier habe ich was vor meinem Bildschirm, dass ich die zweite Zahl nicht sehe und das sieht gut aus. Das heißt, wir müssen mal hier so hin. 110, nicht 102, okay. Und 302. Und 302, 110, passt. So, dann bedeutet das wieder umschalten, wieder auf die Specials, da, da, und dann müssen wir noch Fischerei gucken oder sowas, oder Fischfanggebiet, Fischzucht, ne, Fischfanggebiet wollen wir schon machen, so ist doch gut, oder? So, jetzt noch mal gucken. Und 1, 302, 110. So, jetzt haben wir das Fischfanggebiet. Okay, dann können wir das schließen. Und Karte kann auch weg. Das kann weg, das kann weg. Jetzt müssen wir da einen Fischkutter hin haben. Kurz umschalten auf Rot noch und dann auf Verschiffe. Ach nee, warte mal, ich glaube, da brauchen wir keinen. Das ist ja wie bei der Bohrinsel, ne? Da müssen wir nur zur Werft hin und da brauchen wir dann für Fische was. Ah ja, Farben. Fisch. Paletten Kühlwaren. Die können Fisch transportieren. Ist das das Richtige? Zack. Fahrplan. Von hier. Sieht wohl so aus, als ob das funktioniert. Nach Döbeln dann. Da ist der Gasthof. Und da ist der Hafen. So, Fischfanggebiet 100. Döbeln bald wäre ich nix. Neue Linie. Motor, Schiff, Fisch. Enter, Enter. Schließen.
Machen wir mal 2, starten, starten. Und damit sind wir da durch. Und dann müssen wir hier noch einen Kühl-LKW losschicken. Der kommt, glaube ich, von da hinten, ne? Benötigte Ware ist da auch Fisch. Und 80 fahren sie beide. Der hat 8 Paletten, der hat 16. Ah, dann ist der schon der wichtigere. Und Anhänger 18 Tonnen, 12 Tonnen, also 18. Dann Fahrplan. Döbeln Hafen. Ich glaube, das Fleisch wird da auch hin transportiert. Ich glaube, das war gerade unnötig, oder? Kann das sein? Neue Linie. LKW. Fisch. Schuss. Döbeln, Waldweg nochmal 100% und starten. So, jetzt können wir da gucken. Wagwan sind unterwegs, Fisch ist unterwegs, Wein ist unterwegs, Bier ist unterwegs, nur Fleisch ist nicht unterwegs. Wieso ist denn Fleisch nicht unterwegs? Weil beim Fleisch noch kein Zeug da ist, wahrscheinlich. Das Viehzeug, das ist immer noch auf dem Wasser, aber. Ist er das? Ja, das ist er. Der muss hier, ne? Da war die Fleischbude, ne? Ja, Schlachthof. Lass mal gerade ein bisschen schneller fahren. Das war Pause, oder was? Ne, Schnelllauf. Wo kommt denn das Schifflein an? Da ist es. So, da kommen die Viecher. Jetzt müsste ja ein LKW irgendwie sich bewegen hier, ne? Tut er auch. Und jetzt muss hier Fleisch gleich, wenn hier produziert wird. Ach, jetzt steht er da in der Haltebucht. Das kann jetzt nicht sein, oder? Warte mal. Dann fahr doch dahin. Da muss ich den löschen, oder? Ja. So, dann muss er aber noch mal. Wegfahren. Und noch mal hinfahren. Hier ist die Fleischbude, jetzt sollte es gehen, oder? Ja, Fleisch ist angekommen. Vieh ist angekommen, vielmehr. Fleisch wird produziert. Aber ein Klick zu viel, wenn wir den Dingen schon aufhaben. 34 Paletten gehen da drauf. Zähne sind schon drauf. Okay, das kommt schon ordentlich rüber. Der LKW mit dem Vieh bringt schon mal was hin, das ist schon mal gut. Allerdings ist die andere Richtung noch ein bisschen schwierig.
So. Ja, Verpackung haben wir kein Problem mit. Und der LKW sollte gleich auffahren. Jetzt. So, und dann ist das hier. Na, knapp daneben ist auch vorbei. Ist das das Kühlschiff oder wie sehe ich das? Ja. Und da kriegt jetzt die ersten 34 Waren. Ja, aber der wird nicht voll werden, ne? Der hat jetzt 16, 26. Ja, das dauert dann etwas länger, bis das passiert. Aber auf jeden Fall funktioniert's. Da brauchen wir jetzt schon mal keinen Gedanken drum machen. Das zu. Das kann alles zu. Ist nur die Frage, hatten wir noch ein zweites Schiff gemacht mit Vieh? Ich glaube, das muss wohl woanders lang gefahren sein. Da ist nicht. Machen wir Karte auf. Ist das schon hier der wieder zurückfahren? Naja. Das ist kein Vieh. Das auch nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Das sind wahrscheinlich die für da unten. Für den Fisch. Warte, wenn der das für ein Fisch ist, ne? Ne, das ist Holz. Da müssen wir gerade noch gucken. Der Fisch ist ja hier oben irgendwo, ne? Klappt der wieder gut mit draufklicken, ne? Riedenburg Floto, ne, das ist was anderes. Wo ist denn das jetzt? Hier unten. Da sind zwei übereinander. Linie Holz, ne? Hä? Das ist Personenschifffahrt. Ist hier schon. Ah, da ist schon einer angekommen, okay. Gastwirtschaft. Okay, da geht langsam Fisch drauf. Also der Fisch wird auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch das Schiff. 185, wunderbar, das läuft auch. Wahrscheinlich sitzen die beide übereinander, ne? Oder? Nee. Das eine ist schon voll unterwegs. Ja, das ist schon hier unterwegs. Das ist doch schon mal cool. Passt. Das eine ist aber noch nicht ganz voll. Das dauert noch. Aber das ist gut unterwegs. Das klappt dann schon. Gut, okay, das heißt, wir schon mal geklärt. Das war irgendwas mit Nutzholz, das wir nicht brauchen, das brauchen wir auch nicht. Fisch hatten wir erledigt, Karte kann eigentlich weg, oder? Vieh, da müssen wir den mal einmal aufrufen. Und wenn wir den aufgerufen haben, gucken wir hier rein und sehen, dass nur ein Schiff unterwegs ist. Das ist schlecht. Das bedeutet, wir müssen zur Werft und MS Vieh muss noch mehr sein. Das dauert zu lange, bis der eine da fährt. Und dann, ich dachte, es würde aus einem Viehstück mehr Fleisch produziert werden, aber war wohl nicht so. Fleisch. Nee, Vieh war es nicht, Fleisch. Vieh.
noch so ein. Der kann ganz viel, aber der ist schnell, ne? Der hat 10 km/h mehr wie der. Keine Ahnung. Jetzt haben wir den auch schon ausgewählt. Guck mal, nicht schon wieder Vieh nehmen. Fisch nehmen. Vieh müssen wir nehmen. Starten. Und wenn, dann machen wir einen für Schnellfahrt, ne? Und auch starten. Kann man sehr schön sehen, wie der den jetzt da überholen wird mit 10 km/h schneller. Also es ist alles hier unterwegs. Das ist super für die Gastwirtschaft. So, jetzt überholt er schon den da, wie wir sehen. Da kommt er schon in den Vordergrund. Läuft, oder? Ist nur die Frage, wo sie zuerst hinfahren. Wahrscheinlich beide an die falsche Stelle, ne? Ne, der ist sogar richtig dann. Und der wird dann auch so sein, oder? Ach, das war doch Blödsinn. Ich brauche hier nur gucken. Na, passt. Die fahren beide an die richtigen Stelle. Gut, dann haben wir das. Dann ist der Gasthof schon mal komplett erledigt. Haben wir den gemacht, ne? So, das bedeutet, mach mal hier gerade die Karte auf. Gehen hier hin. Gehen da rein und sehen, dass das ja alles beliefert wird. Schlachthof ist jetzt zwar rau, aber das ist nicht schlimm, weil das fährt noch nicht. 100 Fleisch hat er erst. Und das ist hier schon drin, na, knapp daneben wieder. Ne? Ach, da sind wir jetzt auf dem Hafen erst und jetzt auf dem Schiff. 68 geladen, okay. Da fehlt es jetzt derbe dran, weil nichts passiert mit dem Fleisch, mit dem Vieh. Da ist null. Verpackungsmittel kein Ding, aber das andere halt. Ja, haben wir aber erstmal, ne? Würde ich sagen. Nächstes Mal müssen wir gucken, wo wir weitermachen. Fischgründe haben wir da. Also knapp. Hat er die Karte jetzt, glaube ich, nicht registriert? Dann so. Passt. Passt. Der Gasthof ist Endverbraucher, deswegen zeige ich da nichts an. Hier. Verpackungshersteller hat das alles im Griff soweit. Das läuft bestimmt auch. Ja, sind wir da erstmal gut, würde ich sagen. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo macht, falls ihr noch keins habt. Gebt der Folge einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare dazu schreiben, wie ihr das hier so findet. Und gerne das Video auf anderen Kanälen auch teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.